Die Varusschlacht im Jahre 9 war nicht das Ende Roms in Germanien. Jahre später führt Germanicus wieder Krieg um die verlorene Provinz, allerdings mit vielen Verlusten. Trotzdem wird das Ende Roms in Germanien im Jahre 17 mit einem Triumphzug gefeiert. Die neue Sonderausstellung Triumph ohne Sieg im LWL Römermuseum Haltern am See beleuchtet diese Episode Roms. Wir schreiben den 26. Mai des Jahres 17 und in Rom tobt der Bär. Ganz Rom ist auf den Beinen, überall werden Gestelle gezimmert für Besucherbänke, das für Zuschauer des Triumphzugs des Germanicus. Germanicus kommt nach Rom und feiert seinen Triumph über Germanien. Und wir fragen uns natürlich auch, war das verdient oder war es ein Triumph ohne Sieg? Der spektakuläre Triumphzug ist im Museum effektvoll dargestellt. Meterlange Textilbahnen mit Darstellungen der am Straßenrand jubelnden Römer versetzen den Betrachter in die Rolle des Zuschauers dieses Triumphzuges. Ja, so ein Triumphzug in Rom konnte sich manchmal sogar über mehrere Tage hinziehen. Es war ein Riesenspektakel, zog sich über 4,5 Kilometer durch das antike Rom, vorbei an vielen Triumphbögen, die für frühere Triumphatoren in Rom aufgestellt worden waren. Und es hatte eine feste Abfolge, wer so alles mitging. Legionäre waren dabei, aber ohne Waffen. Und es waren hohe Staatsbeamte dabei. Aber das Spektakulärste und Wichtigste für die Zuschauer, das waren die Beute aus den vorangegangenen Feldzügen, die dort zur Schau gestellt wurde. Gefangene waren dabei. Es wurden Schilder mitgetragen, auf denen Landschaften gezeigt wurden, damit man sich vorstellen konnte, worum es eigentlich bei diesen Kämpfen gegangen war. Für Germanicus bot sich eine glänzende Zukunft. Ein Posten in Rom oder eine aussichtsreiche Karriere im Osten des Reiches wurden ihm angeboten. Germanicus hatte von Kaiser Tiberius das Angebot bekommen, mit ihm gemeinsam ein Konsulat zu übernehmen, also einen ganz wichtigen Posten in Rom. Und anschließend hatte Tiberius ihm auch in Aussicht gestellt, einen hochkarätigen Job, würde man heute sagen, im Osten des Imperium Romanum. Dort ist er allerdings schon kurze Zeit später, nachdem er dort den Dienst angetreten hatte, unter, wie man so schön sagt, ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Aber zunächst musste er seinen Triumphzug in Rom beenden und das machte er als Opfernder. Er hatte dann die Toga angelegt, zog sich die Toga über den Kopf und war damit in der Funktion eines Priesters, der das Opfer auf dem Kapitol für den Gott Jupiter ausführen konnte. Über die Darstellung des Triumphzuges hinaus stellt die Sonderausstellung auch die Frage, was zum Beispiel in Aliso, dem heutigen Haltern, geschehen wäre, wenn Rom gesiegt hätte. Solche Entwicklungen verdeutlichen Städte wie zum Beispiel Xanten. Und wir haben aus Haltern eine ganz große Besonderheit, nämlich diese Knochenverzierungen von Totenklinen, von Totenbetten, auf denen die Verstorbenen verbrannt wurden. Diese Knochenschnitzereien sind in großen Teilen erhalten. Wir haben sie hier als Originale in der Vitrine und dort sieht man, wie sie vom Feuer verzogen worden sind. Sie sind aufwendig in einem 3D-Scan-Verfahren wieder in den originalen Zustand sozusagen zurückgebracht worden. Natürlich hätte es, wenn es weitergegangen wäre, in Haltern im römischen Aliso sicherlich auch einen Ort gegeben mit einem Forum, mit entsprechenden Säulen. Zu den Errungenschaften des römischen Imperiums gehörten natürlich auch überall Thermenanlagen, Badeanlagen, die richtig feudal ausgestattet waren mit Marmorstatuen, mit Einrichtungen für Sport, mit verschiedenen warmen Wasserbecken, mit Massagemöglichkeiten, wie man sich heute eigentlich Wellness auf höchster Stufe vorstellen kann. Noch bis zum 5. November ist die neue Ausstellung Triumph ohne Sieg im Römermuseum Haltern geöffnet. Historischer Ausgangspunkt für die Ausstellung Triumph ohne Sieg, Roms Ende in Germanien im LWL Römermuseum in Haltern am See, ist der Triumph des Feldherrn Germanicus vor 2000 Jahren, am 26. Mai des Jahres 17 nach Christus. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf den Triumphzug durch das antike Rom.
wo der Feldherr mit allem Pomp gefeiert wird. Das Volk soll sehen, über welchen Gegner Rom triumphiert. Waffen und Schilde, Rüstungen und Gefangene sind im Triumphzug dabei, werden zur Schau gestellt. Rund 250 Exponate aus führenden europäischen Museen beleuchten da die Ereignisse in Rom und Germanien. Darunter auch das Fragment eines Triumphbogens, der zu Ehren des Germanicus in Rom errichtet wurde. Wer war dieser Germanicus, dessen Triumphzug vor 2000 Jahren gefeiert wurde? Er kommt erst Jahre nach der verlustreichen Varusschlacht als neuer Statthalter und Heerführer nach Aliso im heutigen Haltern am See. Sein Ziel ist es, Germanien zurückzugewinnen, es doch noch zu einer römischen Provinz zu machen. Trotz einiger gewonnener Schlachten gelingt das aber nicht. Kaiser Tiberius bricht das germanische Abenteuer ab. Zu teuer, zu verlustreich. Die Römer wollten ganz sicher hier vor Ort bleiben und hatten nicht vor, sich so schnell wieder auf die andere Seite des Rheins zurückzuziehen. Ein Hinweis darauf sind die Funde von der Gräberstraße von Aliso hier in Haltern am See, die alle zeigen, dass die Römer hier große Grabmonumente angelegt haben. Wir haben inzwischen über 100 Gräber nachgewiesen, alle mit großen Grabmonumenten versehen. Die zeigen, man hat einen riesigen Aufwand betrieben. Das macht man nicht, wenn man schnell wieder gehen will. Die Geschichte zeigt, dass es lediglich bei diesem Wunsch geblieben ist. Geblieben sind aber auch die archäologischen Funde und die steinernen Zeugen des Triumphes von Germanicus, des Triumphes ohne Sieg. Was hätte aus Aliso, dem heutigen Haltern, werden können, wenn die Römer damals die Germanen besiegt hätten? Wahrscheinlich eine römische Stadt mit allem Handel und Wandel, Handwerk und Gewerbe, wie sie am westlichen Rheinufer entstanden sind. War das der Plan? Wir befinden uns hier im sogenannten kontrafaktischen Teil der Ausstellung. Das heißt, in der Abteilung, wo wir zeigen, was aus dem römischen Haltern, was aus Aliso hätte werden können, wenn die Römer 16, 17 nach Christus nicht abgezogen wären und wenn aus diesem Teil östlich des Rheins bis zur Elbe eine römische Provinz Germanien geworden wäre. Lebendig soll es zugehen in der Sonderausstellung Triumph ohne Sieg. Und entsprechend gibt es ein museumspädagogisches Begleitprogramm, was alle Altersstufen abdeckt. Von der Grundschule bis zur Seniorengruppe. Alle werden sicherlich das Passende finden. Wir wollen mit unseren Besuchern auch gern ins Gespräch kommen. An ausgewählten Terminen stehen Ansprechpartner in der Ausstellung zur Verfügung, die man fragen kann. Mit allem, was man wissen möchte, was vielleicht sich noch an Fragen aufgetan hat, nachdem man bestimmte Abteilungen sich angeschaut hat. Ich, Germanicus, Feldherr, Priester, Superstar. Eine Sonderausstellung im Museum und Park Calcrise rückt jetzt das bewegte Leben des römischen Feldherrn Germanicus in den Blick. Die Schau auf 500 Quadratmetern konzentriert sich ganz auf die schillernde Persönlichkeit des Germanicus, der in seiner Zeit Kultstatus besaß. Sie beleuchtet dabei nicht nur die sogenannten Rachefeldzüge, in denen der Feldherr 6 Jahre nach der Varusschlacht eine gewaltige Streitmacht ins heutige Nordwestdeutschland führte. Mit ungewöhnlichen Mitteln inszeniert die Ausstellung auch die Familiendynastie des Germanicus sowie sein vielfältiges politisches Wirken. Er war eine echte Berühmtheit in der antiken Welt, so Calcrise-Geschäftsführer Dr. Josef Rottmann. Ein Historiker hat seinen Tod verglichen mit dem Tod von Lady Di. Nach seinem Tod, er ist jung gestorben mit 34 Jahren, setzte monatelange Trauer im römischen Imperium ein. Und es ist bis heute ungeklärt, ob er möglicherweise vergiftet worden ist oder eines natürlichen Todes gestorben ist. Neben archäologischen Funden zeigt die Sonderausstellung auch viele Kunstwerke.
Museumsleiterin Heidrun Derks freut sich besonders darüber, dass verschiedene europäische Museen die Ausstellung in Kalkriese mit hochkarätigen Exponaten unterstützt haben. Wir haben also Leihgaben aus dem Louvre, wir haben Leihgaben aus dem British Museum, wir haben Leihgaben aus Kopenhagen. Wir haben also wirklich die ganz großen Häuser Europas hier vertreten. Und wenn die dann hier in Kalkriese sagen, sowas haben sie auch noch nicht gesehen, dann muss es, glaube ich, was Spezielles sein. Informationen zur Sonderausstellung Ich, Germanicus, finden Sie unter www.kalkriese-varuschlacht.de.